ich begrüße euch ganz herzlich zu Kings & Queens Tarot, zu eurem Monatsreading für den Monat November 2020. Und als allererstes möchte ich mich ganz herzlich bei allen Abonnenten bedanken für eure Abos. Mittlerweile hat Kings & Queens mehr als 10.000 Abonnenten und es freut mich sehr und ich bedanke mich ganz herzlich für eure Unterstützung und natürlich auch für eure schönen Kommentare, eure Likes, eure wunderbaren Botschaften, die mich per E-Mail erreichen und natürlich auch die Spenden, die mich erreichen. Ganz herzliches Dankeschön auch dafür. Und ich möchte auch alle begrüßen, die neu sind bei Kings & Queens Tarot. Es freut mich, dass ihr auf den Kanal gefunden habt. Und ich mache hier eine intuitive, allgemeine Monatslegung für euch. Und ja, das kann natürlich auch bedeuten, dass der ein oder andere von euch das Gefühl hat, ja, die Karten, die zeigen meine Lebenssituation leider nicht. Dann schaut euch gerne eines der anderen Videos an zu eurem Mond, zu eurem Aszendenten oder auch zu eurer Venus. Und dann habt ihr dort eventuell die für euch wichtigen Botschaften oder auch ergänzende Botschaften. Ich habe hier meine Karten heute ein bisschen durcheinander. Und bitte nicht wundern, ich lese die zwar in unterschiedlichen Schwingungsebenen, aber ich drehe sie trotzdem immer richtig rum. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Genau, Königin oder Könige zeigen sich auch manchmal in den Legungen und die sind dann allerdings geschlechterunabhängig bei den allgemeinen Readings. Die können andere Personen anzeigen, mit denen ihr im Moment zu tun habt. Die können aber auch eure eigene Energie anzeigen. Wobei die Könige die äußere Handlungsebene anzeigen. Und die Königinnen geben mehr die Innenschau wieder. Also wie gehe ich innerlich mit einem Thema um? Wie fühle ich mich damit oder was denke ich darüber? Okay, damit haben wir eure Karten auf dem Tisch. Ich kann auch nicht immer im Vorfeld schon genau abschätzen, was die Themen sind. Für gewöhnlich lese ich für Beruf und Beziehung. Manchmal sind die Legungen auch eher spirituell. Manchmal überschneiden sich die Themen und das eine oder andere müsst ihr auch so ein bisschen auf eure ganz persönliche Situation übersetzen. Ich kann hier nicht immer zu spezifisch werden. Ich möchte keinen ausgrenzen sozusagen und ich möchte die Videos auch nicht zu lange machen. Genug auch daher der Vorrede und wir fangen einfach an und wir haben hier die erste Karte bei euch, die Weltkarte. Die erste Position lese ich als Themenposition, sprich, ja, hier zeigt sich so ein bisschen die Grundenergie, die euch durch den Monat begleiten wird und ja, die Weltkarte, ich nenne sie auch gerne die Torkarte, manchmal ist sie auch vielleicht so ein bisschen eine Tunnelkarte. Die gibt schon einen Zwischenzustand irgendwo wieder. Und zwar einen Zwischenzustand von einer Situation, die zu Ende gegangen ist und dann, ja, bis das nächste sozusagen wirklich sichtbar wird. Man sitzt da oft so ein bisschen zwischen den Stühlen, wenn sich die Weltkarte zeigt, ja, weil das eine nicht mehr wirklich da ist, aber immer noch so ein bisschen spürbar und das Neue zeigt sich auch noch nicht so richtig. Es liegt vielleicht schon eine Ahnung in der Luft, aber keine der beiden Zustände greifen so wirklich noch. Ja? Und dadurch kann man sich manchmal so ein bisschen verunsichert fühlen. Nichtsdestotrotz, die Welt ist ein sehr, sehr deutliches Zeichen dafür, dass eine bestimmte Lebenssituation zum Ende geht, hier ein Kapitel sozusagen zu Ende ist und sich eine neue Seite im Buch des Lebens aufschlägt. Das kann sich auf einen bestimmten Bereich beziehen. Für manche ist es nur in der Beziehung, für andere nur im Beruf oder auch in anderen. Und bei manchen ist es sozusagen ja, der große Umbruch. Da sind dann gleich mehrere Bereiche betroffen. Ich lege mal noch Klärungskarten dazu. Ja, 5 der Münzen, das ist vermutlich das, was ihr zurücklasst. Und dann haben wir den Herrscher. Der hat sich gerade auch schon bei der Krebslegung an der gleichen Position gezeigt. Ja, ich denke, hier geht was zu Ende, was in irgendeiner Form mit Mangel zu tun hatte. Ja, die 5 der Münzen ist die Mangelkarte. Das kann tatsächlich ein finanzieller, materieller Mangel sein. Es kann aber auch ein emotionaler Mangel zum Beispiel sein. Ja,
Wenn man in einer Beziehung zum Beispiel ja, nicht das bekommt oder keine Aufmerksamkeit bekommt, keine Liebe letztendlich auch bekommt oder andere wichtige Elemente fehlen, die eigentlich zu einer Partnerschaft gehören sollten. Ja? Auch da kann natürlich die 5 der Münzen Mangel anzeigen. Im beruflichen Bereich auch hier, entweder hat man keine Arbeit oder die Arbeit, die man hat, stellt einen auf der emotionalen Ebene nicht zufrieden oder wird nicht vernünftig vergütet und ähnliche Themen, denke ich, ja, in diese Richtung kann das gehen. Und dann haben wir den Herrscher, wie gesagt, nebendran. Das ist die Widderkarte, manchmal auch Skorpion und oder auch Steinbock-Energie, die sich hier zeigen. Im beruflichen Bereich verweist er meistens entweder auf einen Vorgesetzten, auf eine vorgesetzte Position, die vielleicht ein bisschen problematisch ist, oder auch ganze Firmenkomplexe, ja, den ganzen Arbeitsplatz, Firmen oder ähnliches, ja. Und in Beziehungsthemen, ja, ist der Herrscher oft ein Partner oder auch eine Partnerin, bitte auch hier. Das ist geschlechterunabhängig, die Anzeige. Verweist er aber auf jemanden, der sehr, sehr eingefahren ist auf die eigenen Vorstellungen, manchmal so ein bisschen egozentrisch auch sein kann, durchaus, ja. Und oft, wenn man mit jemandem zu tun hat, der mit dem Herrscher charakterisiert wird, ja, dann zeigt sich leider auch oft die 5 der Münzen im Umfeld. Ja. Aber ich denke, viele von euch haben erkannt, okay, es gibt hier auch noch was anderes. Ich muss hier auch nicht dran festhalten. Und ich denke, die Weltkarte im Hintergrund zeigt eben darauf hin, dass der Zustand, der ausgelöst wird oder ist, oder hiermit zu tun hat, dass der im November hier zum Ende kommt. Ja, also mir scheint, hier ist irgendwo eine Durststrecke angezeigt, aber die findet hier durchaus ein Ende. Entschuldigung. Und auch gleich die nächste Karte verweist darauf. Hier haben wir die 8 der Stäbe. Ja, hier kommt richtig Energie rein in euer Leben. Hier kommen die Dinge in Bewegung. Und wie gesagt, ich könnte mir vorstellen, bei einigen ist es mehr als ein Lebensbereich, der sich hier verändert. Ja, also bei der 8 ja, kann einiges durchgewirbelt werden, aber das ist für gewöhnlich eine sehr positive Karte. Vor allem, wenn im Vorfeld gewisse Energien eher in der Stagnation waren, dann zeigt wirklich diese 8 der Stäbe, dass hier ja, die Energien sich jetzt wieder lösen, dass die Energien fließen können, ja, dass so ein Dammbruch letztendlich schon fast stattfindet. Und hier können Umzüge mit angezeigt sein, hier können verstärkt Kontakte, Kommunikation angezeigt sein, neue Kontakte, die sich präsentieren, ja, und insgesamt mehr Lebendigkeit, Lebensfreude, Kreativität, ja, Ideenreichtum etc. Ja. Okay, hier hat sich einiges gezeigt. Hier haben wir die 4 der Münzen, den Ritter der Stäbe, Königin der Münzen, die 5 der Schwerter und die Skorpionkarte. Nochmal Skorpionenergie hier, Tod, Transformationskarte. Ja, ich denke, hier. Also ich könnte mir vorstellen, dass die Situation, die sich hier vorne schon präsentiert hat, ja, das ist mit Sicherheit keine Situation, die ganz neu war oder auch kurzfristig. Ich denke, aus verschiedenen Gründen wahrscheinlich habt ihr auch eine ganze Weile an dieser Situation irgendwo festgehalten, aus Hoffnung heraus, dass hier eine Änderung kommt, vielleicht aus der Richtung des Herrschers, egal ob das im beruflichen oder im privaten ist, dass es hier in irgendeiner Form eine Bewegung gibt für euch, ja. Und ich denke aber, ja, die kam eben nicht, ja, sondern es hat immer wieder hier zu Auseinandersetzungen, zu Diskussionen, zu Konflikten geführt.
Und ich denke, ihr habt dann irgendwann gesagt, mir reicht es. Ja, hier ist durchaus eben auch Löwe-Energie in dem Ritter der Stäbe. Den Mut zusammenzunehmen und zu sagen, also was immer hier in der Zukunft kommt, wenn ich jetzt die Reißleine ziehe, es kann nur besser sein als der Zustand, in dem ich hier mich aufhalte oder aufgehalten habe. Ja, also die Königin der Münzen ist hier so ein bisschen das sich um sich selbst auch kümmern. Ja, manchmal kann in der niederen Schwingungsebene kann die eben auch anzeigen, das ist der Archetyp der Mutter, dass man sozusagen ja so eine Art mütterliche Aufopferungshaltung so einer Person gegenüberbringt, ja, wie die hier durch den Herrscher dargestellt wird. Ja, man geht wirklich in diese Aufopferung und gibt vielleicht über die eigenen Grenzen hinaus und merkt aber irgendwann, okay, ich bin so ausgelaugt und ich kann einfach nicht mehr. Ich bin im totalen Mangel und das ist, denke ich, genau das, was bei einigen passiert ist. Ja, da ist einfach die Erkenntnis gekommen, ja, die Dinge werden sich nicht ändern von außen. Also ich muss die Veränderung einleiten. Und ich denke, ja, das, was hier mit der Todkarte angezeigt ist, ich denke, das ist eine ganz bewusste Entscheidung bei vielen von euch, ja, zu sagen, ich mache das so nicht weiter mit. Ich ziehe hier wirklich einen Schlussstrich und ich lasse mich hier auf was immer Neues kommt, eben ein, ja. Und das ist genau das, was hier eben jetzt auch ja, diese Loslösung bewirkt, ja? Und diese neue Energie, die da zu euch fließt. Und wie gesagt, ich denke, viele von euch haben da ganz bewusst dann letztendlich doch auch eine Entscheidung getroffen. Auch das Rad des Schicksals hat oft damit zu tun, dass Veränderungen da sind, auch durchaus große Veränderungen, aber die eben auch zumindest mal bis zu einer gewissen Grenze ganz bewusst auch mitgestaltet werden. Ja? Also da bewegt man die Dinge durchaus auch aus sich heraus. Ja? Also die ist da schon ein bisschen anders als zum Beispiel die Turmkarte, die auch auf große Veränderungen hin weißt, aber da sind die Veränderungen mehr so ein bisschen von außen. Ich denke, hier ist viel bewusstes Mitarbeiten und ja, Mitwirken an den Veränderungen aus dem inneren Erkenntnisprozess heraus letztendlich. Ja, da zeigt sich schon mal eine eurer Karten, die Sonne, Löwekarte und Ritter der Kelche. Ja, also ich denke, viele von euch haben sich hier frei gemacht, ja, und was immer euch dazu bewogen hat, doch recht lange zu verharren in dieser unschönen Situation, ja, ob das finanzielle, materielle Hintergedanken oder Gedanken überhaupt waren, ja. Wie geht es weiter für mich? Bin ich da unabhängig genug, wenn ich zum Beispiel in eine Trennung gehe, mir eine eigene Wohnung leisten zu können oder wie auch immer oder auch im Beruflichen? Wie sieht es dann finanziell für mich aus, wenn ich sage, ich kündige? Aber ja, ich denke, dass wie auch immer die einzelne Situation aussieht, ja, ihr seid ja eurem Herzen gefolgt, habt euch also nicht mehr von diesen, ja, vielleicht so ein bisschen angstbestimmten Gedanken zurückhalten lassen, sondern hat gesagt, okay, ich muss hier auf meine Herzebene Rücksicht nehmen und der auch vertrauen. Ja, auch das ist so ein bisschen das, was wir hier schon in der Königin der Münzen gesehen haben. Und das ist auch genau das, was euch wieder zu eurer Energiequelle sozusagen führt, ja. Das Gefühl zu haben, okay, ich kann wieder atmen, ich kann mich wieder bewegen, ich kann wieder Freude im Leben verspüren. Ja, das ist ja genau das, was hier die Sonne repräsentiert. Ja, Gerechtigkeit dann als letzte Karte in der obersten Reihe. Auch hier nochmal, ja, hier ist eine Trennung. Für manche ist hier eine Scheidung, das ist die Karte der Scheidung und für den einen oder anderen könnte ich mir vorstellen, dass hier sogar. Also die Gerechtigkeit kann durchaus auch auf Gerichte zum Beispiel hindeuten. Das könnte vielleicht eher im Zusammenhang mit beruflichen Themen stehen, ja, dass hier vielleicht das ein oder andere auch nicht ganz so fair gelaufen ist oder ja, sich hier jemand auch versucht, aus der Verantwortung letztendlich so ein bisschen zu stehlen. Und es könnte durchaus sein, dass hier auch noch ja, gerichtliche Entscheidungen dann anstehen.
Und ich denke durchaus zu euren Gunsten sich gewisse Dinge entscheiden. Die Gerechtigkeit hat auch immer damit zu tun, dass die Dinge, die zuvor nicht in der Balance waren, jetzt wieder in die Balance gebracht werden. Ja? Ja, 6 der Schwerter. Auch hier die neue Richtung. Ja, 5 der Münze steht. Entschuldigung, 5 der Kelche ist nicht verwunderlich. Auch hier nochmal Skorpionenergie, ja, transformative Energie. Das hier ist die Karte des Abschiedes, der Trauer durchaus auch. Ja. Aber ich denke, hier ist es weniger die Trauer über die Trennung per se, sondern eher das Gewahrwerden, wow, ich bin hier echt durch eine schwere Zeit gegangen, ich habe hier schwer getragen und ja, und ich denke, es hat mehr mit Abschied nehmen zu tun hier. Aber auch dieses sich neu ausrichten, ja, und zu sagen, okay, für mich gibt es eine neue Zukunft und auf die konzentriere ich mich und auf die lasse ich mich ein, ja, und das ist auch das, was hier die 6 der Schwerter zeigt. Auch die kann durchaus zu tun haben mit auch einer räumlichen Veränderung, mit Umzügen. Ja? Aber hier sind auch neue Gedanken und das ist die Fahrt in ruhigere Gewässer, die 6 der Schwerter. Also das ist eine sehr, sehr schöne Entwicklung, die sich hier oben schon zeigt. Ja, dann haben wir noch eine Skorpionkarte, die 6 der Kelche. Auch die hat sich in der Krebslegung schon gezeigt. Das ist eine Karte, die oft mit Erinnerungen zu tun hat oder auch mit der Rückkehr entweder von Personen, sprich, dass Personen, die mit denen man zuvor schon mal zu tun hatte, möglicherweise in einer Beziehung war, alte Freunde durchaus auch, oder auch gewisse Ideen oder Talente, ja. Dinge, die einen zuvor schon mal beschäftigt haben und die vielleicht ja nicht so richtig zum Tragen gekommen sind, ja, dass die wieder von Bedeutung werden, weil hier jetzt eben auch alte Verpflichtungen vielleicht eben auch wegbrechen und Platz machen, ja, für was Neues, und das Neue kann durchaus auch was sein, das schon mal von Bedeutung war in irgendeiner Form. Ja. Generell ist es aber auch eine Karte der Freundschaft. Ja, also vielleicht verbindet man sich hier wieder enger mit einem Freundeskreis. Ja, wenn man hier sehr eingebunden war, zum Beispiel von einer Beziehung, und dann auch die Kontakte irgendwo eingeschlafen oder abgebrochen sind. Ja, dass man diese Kontakte, dass die sich reaktivieren sozusagen, und man auch, aber auch wirklich sehr herzlich wieder aufgenommen wird sozusagen. Ja, dass die Verbindung auch wieder direkt sehr, sehr eng ist und viel Loyalität und viel Zugewandtheit. Ja. Ja, durchaus. Und für den einen oder anderen möchte ich gar nicht ausschließen, dass hier auch tatsächlich jemand, ein Herzmensch, männlich oder weiblich, wieder von Bedeutung wird. Hier haben wir die 8 der Kelche. Das ist der schwierige Weg, der hat sich hier oben auch schon ein bisschen gezeigt, ja. Schon dieses sich selbst eingestehen, okay, also nicht mein Job oder nicht das Arbeitsumfeld, in dem ich dauerhaft meine Zeit verbringen möchte, oder nicht die Beziehung, in der ich wirklich glücklich werde, ja. Und hier nimmt man tatsächlich den roten Mantel des Mutes, den legt man sich um und schlägt eben hier eine neue Richtung ein. Und zunächst mal ja ins Innere, in die Reflexion, ins Visionieren, ins Heilen letztendlich auch, Klarheit finden für sich selber. Ja, das ist ja hier die Bedeutung der Eremitkarte. Und dann haben wir direkt dahinter die Herrscherin, ganz wunderschön. Also das hat sehr, sehr viel Heilungsenergie, auch innere Heilungsenergie. Ja. Und die Herrscherin hat auch damit zu tun, ja, dass man in die Selbstwertschätzung
Anerkennung kommt, in die Selbstwertschätzung. Ja, und das ist ja genau das, was hier vorne absolut gefehlt hat. Wertschätzung überhaupt. Und wenn ich mich selber nicht wertschätze, dann ist natürlich auch irgendwo das Potenzial da, dass ich auch in eine Situation mich bringe, wo mir genau das gespiegelt wird, ja. Und ich denke, hier ist auch so ein tiefer Erkenntnisprozess insgesamt in der Situation und auch das dadurch, dass ich diese Situation verlasse, ja. Also der Respekt für mich selber ist hier durchaus ein Motor gewesen, zu sagen, ich lasse das hier zurück. Ja, dann ist die Herrscherin auch die Venuskarte, die Karte der Liebe. Von daher könnte ich mir vorstellen, dass für den einen oder anderen hier auch durchaus ja, sich nochmal jemand zeigt, ja, mit dem man früher schon mal zu tun hatte. Und ich hatte das ja auch angesprochen, schon für berufliche Themen. Auch hier habt ihr Fähigkeiten und Talente, die jetzt vielleicht auch wieder eben entdeckt werden in einem selber, wo man sagt, okay, ich muss auch nicht mehr vielleicht mich mit irgendwas beruflich beschäftigen, das für mich keinen Sinn ergibt, mit dem ich mich nicht identifizieren kann, ja. Und dieser Mut letztendlich, den wir hier schon gesehen haben, ja, der führt eben dazu, dass es hier auch weitergeht, dass hier neue Energie in euer Leben kommen, neue Ideen, neue Impulse. Wie gesagt, neue Kontakte, die sich vielleicht knüpfen. Also hier ist so ein richtiger, ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll. Es ist, hat schon fast was von einem Vulkan irgendwo. Ja. In der positiven Art und Weise, nicht zerstörerisch, sondern einfach so viel Energie, die sich plötzlich zeigt. Ja. Und auch hier haben wir eine Karte des Mutes, zu sagen, was immer hier dann an Aufgaben sich zeigt, ja, an Aufgaben, die ich vielleicht auch von jetzt noch gar nicht abschätzen kann, Dinge, die ich nicht so auf dem Schirm habe, die herausfordernd vielleicht sind, aber ich werde das, wenn es dann soweit ist, wird es mir schon auch gelingen, damit umzugehen, ja, das wird euch nicht abhalten hier. Und dann noch die zwei der Stäbe, ja, das ist ja auch manchmal so ein bisschen der Blick in die Ferne und manchmal ist das noch so ein bisschen das Anlaufnehmen, tatsächlich sozusagen ins Neue zu springen, ja? Sich aufs Neue einzulassen. Und dann haben wir hier die Mäßigkeit, auch eine sehr, sehr schöne Karte, Schützerenergie und diese Gewissheit, das Richtige zu tun. Das hier ist die Gewissheit, ich habe genau das, die richtigen Entscheidungen getroffen für mich. Und ich fühle mich jetzt auch wieder ganz in mir und kraftvoll in mir. Ja? Und ich habe neue Ideen und neue Pläne und eine neue Zukunft. Und ich denke, das war eine ganze Weile hier möglicherweise eben genau nicht mehr der Fall. Ja, Königin der Stäbe, das ist die innere Feuerenergie, die innere Löwe-Energie. Ja, und die zwei der Kelche, die Herzheilung, also absolut, ja, das greift das genau nochmal auf. Also, ja, hier ist viel Löwe-Energie in der zwei der Kelche, obwohl es eine Wasserkarte ist. Also, Herz und Feuer und ja, also, das ist eine fantastische Idee, Entscheidung und eine richtige Entscheidung. Ja? Und wie gesagt, ich denke, viel ist hier sehr aktiv von euch aus ausgegangen und wird entschieden und wird angeschoben. Und das ist das absolut Richtige. Ja? Ja, der Wagen geht genau in die gleiche Richtung, ja, Krebskarte, das ist die Karte Erfolg, ja. Die hat ja auch noch andere Bedeutung, aber ich denke, in dem Fall ist genau das Thema, das hier anzeigt, ja, und der Erfolg, das nach vorne gehen. Und ihr dürft jetzt auch nach vorne schauen, ja, die hat ja auch so ein bisschen damit zu tun, dass man das Alte hinter sich lässt. Und ja, nochmal eine Bestätigung. Ja, ihr seid hier absolut auf dem richtigen Weg.
Die 9 der Münzen, das Ass der Kelche und die 5 der Stäbe haben wir dazu. Ja, die 9 der Münzen hat eine sehr ähnliche Energie wie auch die Herrscherin. Ja, dieses letztendlich sich auf sich selbst verlassen können und vertrauen können und auf, ja, auf das, was man kann, auf die eigenen Fähigkeiten und Talente und so weiter und zu sagen, okay, bevor ich in einer Partnerschaft zum Beispiel in so einem Zustand bin, dann bin ich lieber alleine mit mir in der Fülle, ja, und ja, sehr schön ist auch hier diese, das Ass der Kelche, ja, also dieses, ja, dieses wieder mit sich in Einheit sein, das ist hier, das kommt hier an so vielen Stellen, zeigt sich das, ja, und auch natürlich, die Möglichkeit, dass hier eine neue Liebe nun stattfinden kann und vielleicht eben auch wahrhaftige Liebe, ja, Liebe auf Augenhöhe, Partnerschaft auf Augenhöhe. Und aber auch im Beruflichen zum Beispiel ja auch hier diese Herzenergie. Und das ist eben diese ständig überfließende Quelle der Kreativität und des Schaffens und der Ideen und die Fülle, die eben wirklich in jedem Einzelnen von uns ist. Dann gehe ich auch doch nochmal so ein bisschen darauf ein, denn der Wagen hat ja auch mit der inneren Einstellung zu tun. Und ich denke, ihr habt da, ihr gewinnt so eine positive Einstellung zu euch selber, zu dem, was für euch möglich ist, ja, dass ihr diese, ja, diese innere, ewige Schöpferkraftquelle auch tatsächlich für euch findet und die auch nutzt für euch. Ja. Und hier mit der 5 der Stäbe. Ich nenne die ganz gerne ja die Brainstorming-Karte, ja, also wo einfach so viele Ideen und Möglichkeiten und so weiter sich auftun, so viele Inspirationen auf einen, zu einem kommen vielleicht auch, ja. Und da ist es auch gut, das einfach erstmal alles gleichwertig nebeneinander stehen zu lassen, die Ideen zu sammeln und aussortieren kann man das später noch. Interessanterweise zeigt sie sich ja hier auch gleich nochmal. Die 5 der Stäbe. Ja. Gleiches kann auch sein, wir hatten ja hier mehrere Karten, die mit Umzügen zum Beispiel zu tun haben. Ja? Welcher Ort ist das Passende für mich? Was möchte ich eigentlich? Ja? Also auch hier einfach mal Ideen sammeln und vielleicht kommen wirklich auch Dinge zu euch, an die ihr vorher gar nicht so bewusst gedacht habt. Ja? Durch Kontakte, durch Kommunikation etc., die nochmal ganz andere Türen aufmachen. Ja? Und ich würde das auch da mich nicht zu schnell verschließen, sondern das einfach auch mal so ein bisschen kommen lassen. Ja? Nochmal die Mäßigkeit, ja, die 2 der Münzen, okay. Ja, vertrauen und führen lassen von der Intuition, die wird euch dann schon sagen letztendlich, was das Richtige ist. Ja, und dann haben wir hier die 2 der Münzen, das ist ja eine Entscheidungskarte. Ja, letztendlich muss man dann abwägen, ist das die bessere Idee oder das die bessere Idee? Kann ich mir eher vorstellen, in eine andere Stadt zu ziehen oder möchte ich lieber aufs Land, ja, und etc.? Möchte ich lieber diesen Berufszweig einschlagen? Möchte ich lieber eine Umschulung machen, eine Weiterbildung oder wie auch immer? Ja, also hier kommen jede Menge Entscheidungen auf euch zu. Auch verschiedene Dinge, die vielleicht eure Aufmerksamkeit beanspruchen. Die gehört zwar zu den Stresskarten, aber das ist eher der positive Stress, ja, dass plötzlich sehr, sehr viel los ist und ständig vielleicht das Telefon klingelt und verschiedene Angebote kommen und man hier dann wählen muss etc., ja, also durchaus ein positive Aktion, das, Aktion hier, würde ich mal einfach sagen, für einige, ja. Das im Thema Liebe, also hier ist für einige, taucht hier jemand wieder auf, also hier sind schon so ein paar Seelenpartnerschaftskarten, die sich zeigen, ziemlich viele sogar, ich denke, das gilt nicht für alle, aber für ein paar, ja,
kommt hier, taucht hier eine ganz besondere Person auf. Entweder hattet ihr in diesem Leben schon mit ihr zu tun und kennt diese Person schon, oder es ist eine Person, die ihr trefft und ihr habt das Gefühl, die kenne ich, wir sind so vertraut, ja, und selbst wenn ihr der bewusst in diesem Leben noch nicht begegnet seid, es kann durchaus sehr, sehr gut sein, dass ihr schon in anderen Leben miteinander zu tun hattet, ja. Die Liebenden, auch die kann durchaus, ja, wir haben die Mäßigkeit, die 2 der Kelche, die 6 der Kelche, die 2 der Münzen, das sind alles Karten, die in die Richtung gehen, durchaus gehen können, ja. Ja, Herzentscheidungen, wie gesagt, Entscheidungen stehen sowieso an im November. Trefft die Entscheidung aus dem Herzen heraus. Ja. Wie gesagt, das Herz ist hier absolut der Kompass für euch und die Liebenden betonen das auch nochmal so ein bisschen. Und im Thema Liebe, also das ist eine sehr, sehr unterschiedliche Energie von dem, wo ihr hierher kommt. Ja, das hier ist Liebe auf Partnerschaft, Partnerschaft auf Augenhöhe, wahrhaftige Herzliebe aus der Liebe heraus. Ja, die Liebe für sich heraus. Und das hier war was anderes. Ja. Ja, also ich denke, und also ja, ich denke, das wird ein sehr, sehr überraschender Monat auch für viele. Ich könnte mir vorstellen, dass im Moment so Ende Oktober für einige vielleicht auch noch eine ganze Weile in den November rein, aus der Perspektive heraus man sich überhaupt nicht vorstellen kann, dass man da mal wieder hinkommt ins innere Glück. Zur wahrhaftigen Liebe oder wo auch immer euer Thema hier liegt, ja. Mit der 7 der Münzen, das ist schon so ein bisschen eine Karte, wo man ja manchmal fast aufgibt, noch darauf zu hoffen, dass die Dinge sich mal verändern, ja. Aber ich denke, das passiert genau hier bei euch, ja. Wir haben hier nochmal die Königin der Schwerter, die trennende Königin. Und ich denke mal, die Entscheidung und das, was wir hier oben auch schon gesehen haben, das ist das, was hier so manchmal so ein bisschen unentdeckt ja, auf der Karte zwischen den Füßen des Gärtners liegt, ja. Da, wo wir gar nicht so richtig drauf achten. Und irgendwann macht es aber Klick. Ja? Und ich denke, das ist genau das, was bei vielen von euch hier passiert. Und ich denke, die Herzentscheidung, das kommt hier schon ziemlich früh, ehrlich gesagt, rein. Ja? Diese Entscheidung für sich zu sagen, ich halte hier nicht mehr dran fest, das bringt mich hier nicht weiter und ich möchte mich auch nicht mehr weiter hier in diesen Energien hier aufhalten. Ja? Das ist letztendlich die Herzentscheidung, die hier schon gefallen ist, ziemlich früh und die das dann alles löst, die das hier alles in Bewegung bringt. Ja? Ja, und dann haben wir hier die letzte Karte, die Wassermann-Karte, den Stern, die Wunscherfüllungskarte. Auch das ist eine Karte, die mit Herz- und Seelenheilung zu tun hat. Ja. Und der Gewissheit, dass ich als Mensch genau so sein darf und wertvoll bin und mich einbringen kann, wie ich bin. Ich muss mich hier nicht krumm machen und nicht verbiegen für jemand anderen. Ja. Ja, ich denke, ihr wart lange in diesem Zweifel, in diesem inneren Zwiespalt. Und ich könnte mir vorstellen, dass der so ein bisschen hier mitverantwortlich war, dass ihr so lange hier dran festgehalten habt. Ja, und ich denke, dann kam dieses Loslassen, Loslösen aus dem Verstand und dieses sich einlassen auf die Intuition und auf das eigene Herz und dem zu folgen. Und
das führt euch jetzt hier in diesen Neubeginn, in diesen Aufbau, ja. Und die drei der Münzen hat ja immer mit Stabilität zu tun, ja, mit einem Fundament, mit einem neuen Fundament, das ich mir lege und das eben auch meine Zukunft trägt, ja. Wunderschöne Legung hier für euch, ihr lieben Löwen. Also sehr, sehr schön, das zu sehen. Und ich wünsche euch einen ganz fantastischen November. Ja, und ich sage alles Liebe und Namaste. Lasst es euch gut gehen. Tschüss.